Mein Name ist Jesco Sirvan, ich bin Dirigent und zu Gast bei Kaffeeklatsch mit Ren Kühn. Herzlich willkommen und danke für den Kaffee, kann man direkt sagen. Du hast mich jetzt theoretisch auf Kosten des Hauses eingeladen. So kann man das sagen. Kann man so sagen, ja. Ja. Mit viel Liebe gekocht und auch aus ökologisch verträglichen Kapseln. Oh ja, total ökologisch. Zwar leider Kapseln, aber das lässt sich hier nicht ändern. Ja, ich meine, es gibt immer Besseres, aber es gibt auch immer Schlechteres, muss man ja auch sagen. Ne? Ja, das stimmt. Aber zu Hause bin ich ganz brav, da habe ich eine Siebträgermaschine und male selbst und so weiter. Ja, ich muss sagen, dass ich mittlerweile French Press mache. Habe ich auch. Ich wohne ja in Hamburg, in so eine Rösterei, kaufe mir da den Kaffee, natürlich passend gemahlen für die French Press, weil ich keine Lust habe, das alles selber zu machen. Und ich trinke ja sehr viel Kaffee, deswegen ist so ein Beutel auch recht schnell leer, deswegen kann man noch von frisch reden, so als würde es halt fast frisch gemahlen werden. Aber ich mag auch dieses, zelebrierst du Kaffee oder bist du? Ja, total. Also jetzt auch durch die Siebträgermaschine einfach, weil es natürlich jetzt immer 5 Minuten dauert, Minimum. Und das ist ja noch relativ schnell, bis die aufgeheizt ist. Das wollte ich fragen, wenn du so eine Siebträger hast, das dauert ja eigentlich normalerweise. Ja, aber das ist dann, naja. Von welcher Marke darf man das wissen? Lilith, wie auch immer es ausgesprochen wird. Ich habe nie gehört. Ja, ist italienisch. Ja, aber die besten Maschinen kommen ja aus Italien. Ich war mal in so einem Werk dafür, genau, für solche Siebträger. Nein, also ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden damit. Es ist natürlich, ich meine, man muss halt damit leben, dass die ersten 20 bis 30 Kaffee einfach mal für die Tonne sind. Aber danach macht es dann Spaß. Und dann macht es auch Spaß auszuprobieren mit dem Mahlgrad und welche Bohnen wie. Das muss man erstmal lernen, das stimmt. Und man kann da auch die Wassertemperatur einstellen. Das ist eigentlich ganz schön, ja. Also zelebrierst du Kaffee? Ich bin auch so ein Kaffee-Fan geworden. Das habe ich schon öfter, dir habe ich das mal erzählt. Ich war ja in Brasilien und so und das ist schon echt, Kaffee ist was Besonderes. Und wenn du guten Kaffee, wenn ich Leute höre, sie sagen, nee, Kaffee kannst du ja nicht schwarz trinken zum Beispiel, sage ich immer, ja, dann hast du nicht den richtigen Kaffee getrunken. Weil, zum Beispiel zu der Rösterei, wo ich immer hingehe, sage ich, pass auf, ich mag so diesen bitteren Kaffee nicht, der so einen sauren Nachgeschmack hat. Ja, okay, kriegst halt einen anderen. Was hältst du von schokoladig, cremig, sowas? Ja, dann gib mal. Und dann probierst du dich halt ein bisschen aus. Ja. Und dann auch in deiner Zubereitung. Ne? Ich mag Americano sehr gerne, aber ich kann auch guten French Press Filterkaffee trinken. Ne? Wir sind in der Tat in der Tonhalle Düsseldorf, denn der gute Jesco und ich kennen uns in der Tat durch einen Job, und zwar der Ignition. Da haben wir uns in der Tat vor mehr als anderthalb Jahren, im November 2017 war die Ignition, da haben wir uns kennengelernt. Schon ein bisschen her wieder. Ja. Das war stimmt. Das war November 2017. Ja, das stimmt. Damals noch der kleine Prinz. Kurze Abhandlung. Ignition ist eine Konzertreihe des Konzerthauses Tonhalle Düsseldorf, wo wir versuchen, jungen Menschen Musik näher zu bringen. Ich habe ja keine Ahnung von klassischer Musik. Der Jesco ein bisschen mehr, wesentlich mehr als ich. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und heute in der Tat, wir hatten gerade unsere Generalprobe für unsere 6. gemeinsame Ignition zum Thema Walt Disney. Wie war es für dich? Eigentlich sehr entspannt. Du bist aber auch grundsätzlich so ein entspannter Typ. Ja, ich glaube in meiner offiziellen, also nicht in meiner offiziellen Biografie, aber in dem offiziellen Text der Tonhalle über mich. Gibt es das? Gibt es einen offiziellen Text von dir? Ja, weil ich gehöre hier zu den Associate Conductern. Also das muss ich direkt hier mal bei tonhalle.de checken. Ich glaube, da steht irgendwas drin von stressresistenter Psyche oder sowas. Echt jetzt? Ja. Das darf man so schreiben? Das lässt du zu? Ich bin da nicht gefragt worden, aber ich fand es eigentlich ganz, ganz witzig. Ganz witzig, ja. Wer übrigens mehr über Jesco so beruflich auch wissen möchte, er hat auch Instagram und eine Internetseite, jesco-servant, sirvind.com. Und das Internet der Tonhalle funktioniert hier super, nicht? Ich wollte gerade sagen, das wäre das erste Mal. Super schöne, schlichte Internetseite. Aber dann lass uns doch mal so ein bisschen schon mal Richtung dir gehen und wir werden uns verquasseln, so wie ich uns kenne. Wo kommt der Nachname her? Das habe ich mich beim ersten Mal schon gefragt und ich habe jedes Mal Probleme, es auszusprechen. Der kommt ganz ursprünglich aus Frankreich, ist allerdings lange her. Es war soweit ich weiß, ein hugenottischer Name oder gehört zu den Hugenotten. Was ist das?
Naja, die Hugenotten sind damals als Stamm sozusagen aus Frankreich vertrieben worden und sind in zwei, drei Gebiete in Deutschland geflüchtet. Und soweit ich da informiert bin, kommt der Name daher. Also ich habe den Namen, glaube ich, vorher noch nie gehört. So, gibt es auch nicht so oft, ja. Ja, aber ist ja schön. Also ich meine, es passt ja auch perfekt eigentlich zu deinem Beruf. Ja, das ist ein ganz, ganz praktischer Neben. Ich meine, ich heiße Kühn. Ja? Naja, das ja, so richtig ist deutsch. Gut, ist nicht sehr kühn. Aber nein, das, also manchmal fragen die Leute, heißt du wirklich so, das ist der Künstlername. Aber es ist tatsächlich so stets im Pass. Ja, aber es ist ja eigentlich, also ich meine, perfekt. Ne? Es gibt ja auch so Kinder, die werden direkt mit einem Künstlernamen benannt, so vornamensmäßig, damit daraus was wird. Also nee, das war mit Sicherheit nicht so. Also der Vorname kam ganz unspektakulär zustande eigentlich. Meine Mutter hat damals als Kinderarzthelferin gearbeitet und ich komme aus Dillenburg in Hessen. Ja, wer Pferde mag, kennt es wahrscheinlich, da gibt es ein Gestüt. Und da gab es einen Jesko. Ein Pferd? Nein, ein Jungen, ein paar Jahre älter als ich. Und meine Mutter fand den Namen sehr schön, kannte den eben. Aus dieser, ist auch nicht so ein typischer Name. Nee, auch nicht so typisch. Ja. Und dann hat sie damals gefragt, also hat Jeskos Mutter gefragt, ob es okay ist, wenn sie mich dann, wenn ich mal auf der Welt bin, auch so nenne. Und ich sagte, ja, natürlich, weil es wäre, ich meine, Dillenburg ist nicht so groß, da wäre klar gewesen, wo es herkommt. Ja. Und dann haben meine Eltern aber herausgefunden, dass es auch die Aussprachevariante Jesko gibt. Ich war gerade nämlich kurz vor welcher gedacht, heißt du jetzt Jesko? Nein, nein, ich sagte die ganze Zeit Jesko. Es wird aber genau gleich geschrieben. Okay. Und dann haben sie halt gesagt, oh, das finden wir eigentlich noch ein bisschen schöner. Und dann hieß ich Jesko. Und in welchem Jahrzehnt bist du geboren, ohne eine genaue Zahl zu sagen? Damit man es einsortieren kann? Naja, ich kann es ja auch genau sagen. Ich bin 86 geboren. Also 1986. Nicht 1886, er ist kein Dirigent aus dem 19. Jahrhundert. Ich find's nämlich spannend. Also ich kam ja, Ignition war damals so, es wurde gecastet. Früher wurden hier immer YouTuber angekarrt. Klar, ich mache auch irgendwie YouTube, aber bin ja hauptsächlich Moderator und habe ja überhaupt nichts mit klassischer Musik zu tun. Finde das total spannend und war so... Also nicht schockiert, aber ich war so, wow, so viel älter als ich kann der nicht sein. Und das sind in der Tat 3 Jahre, wo ich gedacht habe, wie kommt man dazu, Dirigent zu werden? Weil ich es dadurch auch irgendwie wieder spannend fand. Also ich habe das ja auch erst erfahren, nachdem ich gecastet wurde und habe gedacht, okay, was kommt da auf mich zu? Mit wem arbeite ich da zusammen? Weil ich kannte die Ignition nicht und war dann fasziniert. Wir haben uns nach dem ersten Mal dann auch, glaube ich, ganz gut connected, indem man auch zusammen essen war, um einfach mal zu schnacken. Und dadurch ist es, glaube ich, auf der Bühne auch schöner geworden. Aber deswegen vielleicht die Frage, wie kommt ein junger Jesko aus Hessen, wo hauptsächlich anscheinend Pferde das Thema sind, Wie kommt man zur klassischen Musik? Das war eigentlich alles mehr oder minder Zufall bei mir tatsächlich. Ich hab als Kind, das wird da im Dorf angeboten, ich habe Melodika gelernt, ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auf Kochtöpfen rumzutrommeln und so weiter. Hast du ein Instrument gelernt? Es fing eben so mit Melodika an, das ist natürlich ein... Sind das diese Quetschen? Nee, was ist die Melodika? Das ist Akkordeon. Nein, das ist im Endeffekt, ist das, du hast eine Tastatur vor dir, so war das damals, da ist so ein Schlauch drin und den nimmst du in den Mund und dann ich erinnere mich. Es ist jetzt nicht unbedingt schön, aber das ist sozusagen die Alternative zur Blockflöte, um Noten... Ist halt aber auch so ein erster Gehversuch, ne? So ein Einstieg dazu. Und ich weiß nicht genau, wann das war, so vom zeitlichen Ablauf. Ich habe auf jeden Fall dann immer sehr wild auf irgendwelchen Kochtöpfen zu Hause rumgetrommelt und sowas. Das fanden deine Eltern toll.
Ja, irgendwie schon. Also ich wurde nicht gestoppt zumindest, sondern ich habe dann irgendwann also ein Kinderschlagzeug geschenkt bekommen. Konnte ich darauf Also rumkloppen. deine Eltern haben es auch unterstützt. Ich habe es unterstützt, Also ja. jetzt nicht wie bei Elton John, wo Vater total. Nein, überhaupt nicht. Also ich komme aus einer Familie, wo es keine Musiker oder so gibt, Gibt? ja. Es gab jetzt nicht da irgendwie einen Onkel oder einen Opa oder so, der ein Instrument gespielt hat bei Familienfeiern, das gar nicht. Irgendwie wollte ich das von mir aus machen. Ja, und dann ging das so schrittweise weiter. Ich hatte dann das Glück, als ich in die Grundschule kam, eine Lehrerin zu haben, die bei also die Klavier spielte und die mich dann zu ihrem Klavierlehrer gebracht hatten, der ein ganz, 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 ganz toller Musiker war, leider. Bei dem habe ich dann Keyboard spielen gelernt. Ja, also das, Aber so. auch dann rein auf klassische Nein, Musik? überhaupt nicht. Ich habe mit Klassik eigentlich, bis ich mehr oder weniger, sagen wir mal, so in der Pubertät war, habe ich eigentlich mit Klassik nichts zu tun gehabt. Und auch da eher relativ spät. Ich habe dann angefangen, Schlagzeug zu spielen, wollte eben richtig Drumset spielen und habe dann erst mal ein Jahr lang kleine Trommel, ganz klassisch, also wirklich nur auf einer Trommel spielen müssen. Das gehörte da bei dem Lehrer dazu und im Nachhinein auch sehr richtig. Und dann habe ich irgendwie mit anderen zusammenspielen wollen, ja, irgendwie so Jugendorchester und Schulorchester und habe irgendwie mal ein bisschen Tuba gespielt, weil das gerade im Schulorchester Ja. gebraucht wurde. Und fand aber irgendwie Posaune auch ganz interessant, weil diese Idee mit dem Zug, der einen Ton verändert, weiß nicht, fand ich irgendwie interessant. Hab das dann gelernt und war dann irgendwie schon bei drei Instrumenten, die ich bedienen konnte. Tuba lasse ich jetzt mal außen vor. Und hab dann angefangen, im Jugendblasorchester zu spielen, mit anderen zusammen und so. Und das hat sich immer so ein bisschen weiterentwickelt, war aber alles eben noch gar nicht so auf Klassik. Ich glaube, das erste Mal überhaupt mit klassischer Musik wirklich zu tun, hatte ich als Pauker in so einem, das hieß, glaube ich, Deutsch-Polnisches Jugendsinfonieorchester, das war in Stettin. Da war ich 13 oder sowas, 13 oder 14, glaube ich. Da habe ich dann das erste Mal tatsächlich in einem Sinfonieorchester gespielt und den Klang dann wirklich kennengelernt. Und dann hat sich das so weiter ergeben. Also Ja, aber es ist irgendwie. ja, trotzdem ein, also selbst wenn man dann diesen Schritt hat, ey, ich komme aus normaler Musik, sage ich jetzt mal, zu klassischer Musik, ist es ja trotzdem nochmal ein Schritt zu sagen, ey, ich mache jetzt meinen Beruf draus und zwar nicht mit einem Instrument. Also, dass ich Musik als Beruf machen wollte, das war schon immer klar. Okay. Das war, ich weiß so, in diese Poesiealben und sowas in der Da hast du immer Grundschule. reingeschrieben, Musiker? In einer Hier, ich Rockband, habe da oder? geschrieben, irgendwas mit Musik. Ah. Was das dann ist, das wusste ich nicht, ja. Also, aber ich wollte auf jeden Fall Musik machen. Aber spielst du denn heute noch Instrumente? Schlecht, ja. Schlecht. Also, ich habe die Instrumente noch zu Hause alle, aber ich spiele jetzt wirklich als Hobby so ein bisschen, ja. Und ich muss mich aber auch dazu zwingen, dran zu denken, dass das ein bisschen ein Hobby ist, was ich mal so mache, weil ich sonst verrückt werde. Weil ich natürlich dadurch, dass ich nicht regelmäßig, ich meine, ich habe früher, was ich weiß, 4, 5, 6 Stunden am Tag Gespielt. gespielt, ja, und geübt und so weiter. Und wollte einfach immer besser werden in dem, was ich da mache. Und das mache ich eben nicht mehr. Und deswegen, es regt mich auf, dass ich nicht mehr so spielen kann wie früher, wenn ich da wirklich drüber nachdenke. Wenn ich einfach denke, ich spiele jetzt ein bisschen, weil ich mich entspannen möchte oder so, dann ist es was Du anderes. hast ja auch wahrscheinlich durch deinen Beruf einen komplett anderen Standard, wo du sagst, ey, das erwarte ich ja zum Beispiel von meinem Orchester. Also ohne, dass man das jetzt vielleicht selber in dem Moment von sich erwartet, ist es ja trotzdem so, dein Anspruch ist ja dadurch, dass du so oft Musik hörst, vielleicht ja doch recht weit oben, auch an dir selbst. Ja, das hoffe ich.
Und entsprechend ist es natürlich, wenn ich irgendwas spiele, dann schade, dass ich es selbst nicht kann. Auf der anderen Seite muss ich mal sagen, naja, du bist jetzt nicht Instrumentalist geworden, bist Dirigent geworden, musst jetzt nicht so spielen können wie ein Profi. Und dann macht es aber auch Spaß, ja. Nur ich hatte einmal teilweise wirklich meine Probleme, wenn ich da mal wieder gespielt habe, da bin ich einfach sauer geworden, weil ich dachte, warum ist das so schlecht jetzt? Aber naja, na und dann war es eben irgendwann so, dass ich dann wirklich Blut geleckt hatte und wusste, ich möchte ins Orchester als Musiker. Das war dann, ich hatte Schlagzeug und Posaune inzwischen als wirklich Hauptinstrumente. Und wusste, eins davon möchte ich studieren und dann ins Orchester gehen. Und dann war ich in einem Konzert, wo ich unglaublich fasziniert von der Kommunikation zwischen dem Dirigenten und dem Orchester war. Und das hat sich enorm auf mich übertragen. Aber was heißt Kommunikation? Also das, was während des Spiels passiert, Ja, oder? genau. Also das war wirklich so, das war eine Art, der miteinander zu kommunizieren über Gesichtsausdrücke, Zeichengebung, wie auch immer, die ich so nicht kannte. Und das Ergebnis, das daraus kam, ja, hat mich in diesem Konzert einfach unglaublich gepackt. Also wirklich so, ich war einfach in einer anderen Welt hinterher. Ich war geistig nicht zurechnungsfähig. Und habe hinterher gedacht, also wenn das Ergebnis von dem ist, denn wie gesagt, diese Art der Kommunikation und des Ergebnisses, das da rauskam, das kannte ich so nicht. Und ich dachte, wenn das Ergebnis, was da rauskommt, was damit zu tun hat, also wenn man das auslösen kann, sowohl bei Musikern als auch dann bei demjenigen, der zuhört, dann ist das, was ich machen möchte. Also da können wir vielleicht so einen Zwischenschritt machen. Was ist die Aufgabe des Dirigenten? Also jetzt mal plump gesagt, ich will nicht wissen, wie oft du das schon gehört hast. Ihr wedelt doch immer mit dem Stab, so wie bei Harry Potter. Und ich glaube, die Frage habe ich sogar schon mal auf der Bühne gestellt. Ich find's, ich frage mich auch heute noch so, okay, woran erkennt jetzt oder soll jetzt ein Instrumentalist erkennen, was er da genau machen soll durch deine Bewegungen? Das ist so, was tut der Dirigent wirklich? Also das eine ist natürlich ganz, ja, die sozusagen das geringste Übel, was wir machen, ist dafür zu sorgen, dass es im selben Tempo ist und zusammen ist. Ja. So, das kann aber erstmal jeder. Also ich sag mal, gleichmäßig mit einem Stock durch die Luft hauen, das Ein paar können das. kriegen auch andere Menschen hin als Dirigenten. Interessant ist es natürlich, also die erste Aufgabe ist, würde ich sagen, wir sind sozusagen der Anwalt des Komponisten. Vorausgesetzt, der Komponist ist tot und das ist nur bei sehr vielen aus dem Repertoire, was gespielt wird, der Fall. Wir sind eigentlich derjenige, der den Komponisten vertritt. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Werken und schauen, was ist die Message dahinter, was steht zwischen den Zeilen, was möchte er ausdrücken oder sie und was soll beim Publikum an Emotionen ankommen und so weiter und so fort. Das muss umgesetzt werden. Und es ist bei jedem Orchester anders. Also man kommt irgendwo hin und das Orchester gibt einem ein Angebot. Ja, also das, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Jedes Orchester hat einen anderen Schwerpunkt, hat einen anderen Klang, eine andere Art zu spielen. Ich weiß nicht, ob man das, wie du weißt, kenne mich ja mit Fußball nicht so sonderlich gut aus, aber ich glaube, man kann das vielleicht vergleichen mit Fußballmannschaften oder so. Also, die eine gewisse Spielweise haben, irgendwelche großen Clubs, wo man einfach weiß, okay, die haben diese und diese Art zu spielen. Ein anderer spielt auf eine andere Weise, aber auf einem hohen Niveau trotzdem. Ja. Und man guckt dann eben auch, dass neue Spieler, die verpflichtet werden, in den Kader passen. Und so guckt man eben bei den Orchestern auch, wenn neue Musiker aufgenommen werden, sehr danach, passt der zu uns? Spielt der klanglich in der Art und Weise, wie wir uns das vorstellen, wie wir hier eigentlich diese Stelle immer ungefähr besetzt haben, um so eine Stringenz zu haben? Und so hat jedes Orchester, wie auch jeder Mensch, einen eigenen Charakter, eine eigene Klangfarbe, so wie jeder seine Stimme hat oder Art zu sprechen. Und das ist das Angebot, das kommt. Aber welcher Dirigent, also zum Beispiel jetzt bei der Ignition ist es ja so, du bist der Dirigent, der feste Dirigent der Ignition, seit 6 Jahren hatten wir, glaube ich, gerade Ja. festgestellt.
Oder ich gehe ins Exil, ich weiß gar nicht. Irgendwie ungefähr, sowas. Ungefähr, ne? Ja. Und hier ist es ja so, du dirigierst immer die Düsseldorfer Symphoniker. Das ist ja ein festes Orchester. Hast du da überhaupt Mitspracherecht zu sagen, okay, hier die, keine Ahnung, die Flöte möchte ich nicht? Nein. Das machen die Orchester alleine. Mhm. Ja, also da hat doch der Dirigent heutzutage, früher war es mal anders, da war das alles ein bisschen autokratischer. Aber bist du denn dann irgendwie zum Beispiel, wenn jetzt, wir redeten gerade von, passt der zu uns oder nicht? Ich habe irgendwie das Bild vor Augen aus Mozart in the Jungle, die Serie, kennst du vielleicht? Ja, ich habe die erste Serie und also die ist es denn so, dass dann ich konnte das nicht lange ertragen, Vorspiele, ehrlich gesagt. Also wenn man sich bewirbt, immer hinter so einer Wand auf der Bühne stattfinden? Und ist da denn dann ein Dirigent dabei oder macht das auch komplett die Orchesterleitung? Das ist unterschiedlich. Also das eigentlich sitzen da die Musiker. Mhm. Und hören sich an, es gibt dann eben auch Orchester, wo der Dirigent dabei sitzt, sowohl als auch. Er hat aber dann eben auch nur eine Stimme. Okay. Also so wie jeder andere Musiker auch. In der Regel machen das aber die Musiker alleine. Also zumindest kenne ich es so in der Regel. Und dann hört man sich eben wirklich hinterm Vorhang. Man weiß ja nicht, ist es Frau oder Mann, wie auch immer. Man hört einfach nur, da spielt jemand. Und dann entscheidet man, passt das zu dem, was ich mir vorstelle. Perfekte Regelung für die Gleichberechtigung, unser Thema des Tages. Ja, es ist natürlich dann lustig, dass irgendwann der Vorhang wegkommt. Ja, natürlich. So ein bisschen The Voice. Ja, ja, so ungefähr. Und naja, wie gesagt, dann trifft man auf so ein Orchester, das mit seinem Angebot an Spielart, Klang und so weiter kommt. Und da muss man das abgleichen mit dem, was habe ich im Kopf. Also was denke ich, was will der Komponist haben. Und dann, da ist wieder ein bisschen anders, muss man gucken, wie bringt man das zusammen? Und wie machst du zum Beispiel als Dirigent dann, wenn du jetzt, wir haben heute Abend zum Beispiel Musikstücke aus Walt Disneys Film, wie bringst du, also würde ich jetzt behaupten, dass jeder Dirigent, du sagtest gerade, du bist der Anwalt des verstorbenen Komponisten im Normalfall, du bringst ja trotzdem wahrscheinlich deine eigene Interpretation da rein, ja, aber ja. Wie machst du das dem Orchester klar? Das ist eben so, also man muss, ich glaube, wenn man eine ganz genaue Vorstellung von dem Klang hat, den man möchte, und man ist locker im Körper, ja, und denkt nicht, dass Dirigieren Polizeiarbeit ist, indem man den Verkehr regelt und sonst nichts macht. Ja, ich meine, die Dirigenten gibt es auch, die haben auch ihre Daseinsberechtigung für gewisse Stücke, aber muss man sagen, die Orchestermusiker sind halt schon auch nicht doof. Also die haben alle Ohren. Ich meine, das ist ihr Job. Die haben alle studiert, die wissen schon, was da passiert. Und es gibt Stücke, da braucht man diese Verkehrsregelung, sage ich mal, ein bisschen stärker, und es gibt Stücke, gerade jetzt solche Disney-Songs oder sowas, da braucht man das weniger. Das heißt, man kann sich von der Gestik eigentlich viel mehr drauf konzentrieren, wo geht eine Linie hin oder sowas. Ja? Also das ist, wenn man sich das vorstellt, man hat eine große Gruppe von Menschen, die gleichzeitig einen Text sprechen sollen. Das kann sich jeder vorstellen. Das ist schwierig zu kriegen, dass das wirklich gleichmäßig ist. Also dass eben jeder die gleichen Pausen setzt, die gleiche Zeit gibt, gleich artikuliert und so weiter. Und das wird sofort leichter, wenn jemand davor steht und in irgendeiner Art und Weise andeutet, wo geht dieser Satz jetzt hin? Wie ist das aufgebaut? Geht es am Ende des Satzes hoch und es gibt eine Denkpause und geht dann weiter oder wie auch immer? Da kann man sich natürlich absprechen, kann sagen, hier gehen wir ein bisschen hoch, da warten wir, dann sprechen wir weiter und so. Das wird aber trotzdem nicht funktionieren. Man muss zum einen aufeinander reagieren und zum anderen hat man dann eben jemanden, der das ein bisschen anleitet. Und so muss man halt praktisch als Dirigent irgendwie in seinen Bewegungen diese Informationen fürs Orchester übersetzen. Und Professor hat mal gesagt, wenn ihr eine genaue Vorstellung vom Klang habt, könnt ihr euch gar nicht dagegen bewegen. Und okay. Aber es muss, also da muss halt einfach, du sprachst vorhin schon von Kommunikation, die dich so begeistert hat, wo du noch jung warst.
Das heißt, die Kommunikation muss einfach stimmen. Man muss mit dem ja. Orchester auf einer Welle irgendwie sein. Die müssen dich am besten irgendwie schon kennen und wissen. Ja, manchmal ist es auch so. Ich weiß, als ich das erste Mal beim Orchestre National de France war, wo ich einen riesigen Bammel hatte, das war 2016, und ich bin da relativ kurzfristig für, ich weiß, es war ein Kinderkonzert, das hieß Paddington Bears First Concert. Mhm. Ja. Und ich dachte noch, was ist das? Wenn Französisch war schrecklich. Ja, inzwischen kann ich zumindest auf Französisch proben, aber damals habe ich eigentlich gar nichts verstanden. Mhm. Und es war zusammen mit einem Schauspieler, der diese Geschichte von Paddington Bear erzählt hat. Das ist ein ganz süßes Konzertstück eigentlich für Kinder geschrieben. Und ich muss dann auch auf diesen Text reagieren und so weiter. Ja, und ich hatte aber in der Partitur nur den englischen Text. Und er sprach natürlich Französisch. Ja. Und dann saßen wir da irgendwie zusammen und haben uns mit Händen und Füßen verständigt, weil wer schon mal in Frankreich war, weiß, es ist jetzt auch nicht so, dass man da nur auf perfekte English-Speaker trifft oder sowas. Ja, also sind dann, aber das ging dann mit Händen und Füßen. Und dann, aber ich war unglaublich nervös, weil es auch einfach wirklich ein tolles Orchester ist. Also ich meine, da waren die großen Dirigenten als Chefs und so weiter. Und ich wusste eigentlich auch gar nicht, warum die mich jetzt eingeladen haben. Und du bist ja immer wieder da, ne? Also ich bin seitdem richtig da. Das war so, ich kam dahin, ich war nervös wie sonst was, habe angefangen zu dirigieren und wir haben uns einfach auf Anhieb verstanden. Lustigerweise, es war auch so, dass das, was ich hätte sagen wollen oder so, ja, ist jetzt nicht so, dass die gar kein Englisch verstehen, aber es ist einfach klar, nicht jeder, gerade wenn es ältere Kollegen gibt oder so, versteht da immer alles, ja. Und mir sagte auch ein Musiker, dass noch vor 10 Jahren oder so, wenn jemand Englisch proben wollte, dann hätte man da mitunter, oder vor 15 Jahren oder so, dann hätte man gesagt, wir brauchen einen Übersetzer und dann stand immer jemand halb links hinter dem Dirigenten und hat quasi übersetzt hinterher, was der sagte. Also die Zeiten sind zum Glück vorbei, aber also es war klar, ihre Art zu spielen, meine Art zu dirigieren und so weiter, das passte irgendwie sehr gut zusammen. Mhm. Aber passte es schon mal irgendwo nicht, dass du das gibt's auch. Du musst jetzt nicht tief in die Geschichte gehen. Das gibt's auch, das ist auch ganz normal. Ich meine, manchmal lernt man Leute kennen, die mag man einfach nicht und die will man auch nicht mögen. Ja. Das ist völlig normal. Und es gab auch schon Situationen mit Orchestern, mit denen ich jahrelang sehr gut zusammengearbeitet habe. Und dann kam eben ein Projekt, wo man sagen musste, das passt jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, es jetzt besser, wenn wir uns mal ein paar Jahre nicht sehen. Das ist einfach normal. Und das muss man dann eben auch machen. Also ich glaube, ich arbeite sehr nach dem Lustprinzip. Ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Aber das ist ja das Schöne. Ich meine, du bist Freiberufler, ne? Ja. Aber hast halt bestimmte feste Engagements auch, die regelmäßig kommen, ja. Korrekt? Ich finde, das ist ja eigentlich dieser eine Luxuspart neben den negativen Seiten am Freiberufler sein, dass man nun mal seinen eigenen Weg gehen kann. Und wenn man sagt, okay, ich kann es mir jetzt leisten, da abzusagen oder zu sagen, hey, sorry, aber aktuell können wir nicht zusammenarbeiten, das ist ja eigentlich ganz schön, dass man halt mehr die Möglichkeit eventuell hat, ab einem bestimmten Punkt sein Ding zu machen. Und dann kann es ja auch nur besser werden. Und ich glaube, es ist auch wichtig, denn so etwas wie Dirigieren ist halt doch was sehr Individuelles. Mhm. Ja? Es gibt im Moment diese große Diskussion darüber, warum dirigieren so wenige Frauen und warum dirigieren so viele Männer und so weiter. Die Diskussion finde ich total falsch. Denn die Diskussion müsste lauten, warum dirigieren so viele schlechte Dirigenten? Also weil es gar nicht ums Geschlecht geht. Ja, also überhaupt nicht. Aber es ist ja diese Frauendiskussion, Diese Diskussion nach der in Anführungsstrichen Quote in der Kunst, das ist einfach völliger Quatsch. Ich glaube halt, wenn eine Frau... Ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr unbedingt in einer Welt, wenn eine Frau dirigieren möchte, kann sie das. Aber ja, also es gibt eigentlich im Gegensatz, jetzt muss man natürlich aufpassen, was ich sage, nein, aber ich sage es mit einem sehr guten Gewissen, es gibt eine Art, ich habe den Begriff eigentlich aus Paris mitgebracht, da sagte das jemand, eine Art positive Diskriminierung. Und ich glaube, da ist was dran. Jetzt gibt es so, im Moment heißt es müssen mehr Frauen dirigieren. Ich habe da nichts gegen.
Ich hab überhaupt nichts dagegen, wenn Frauen dirigieren. Also das ist eine, ich habe auch die Diskussion darüber nie verstanden. Ich habe ganz tolle Kolleginnen, ja, die schätze ich als Kolleginnen, die schätze ich als Dirigentinnen und die sind einfach gut. Und die haben ihre absolute Daseinsberechtigung als Künstlerinnen. Das ist super. So. Und ich kenne ganz viele Kollegen, die sind nicht gut. Ja, die haben eigentlich keine Daseinsberechtigung als das als Dirigent. Das hast du ja leider in jedem Beruf. Und man müsste einfach mal ganz ehrlich sagen, bei wem ist das Ergebnis wirklich gut? Wo klingt es gut? Wo kommt jemand, der das Orchester in ein paar Tagen, in denen er da ist, sagen wir mal 3 oder 4 Tage, das Orchester klanglich verändert und wirklich was macht, wo man sagt, okay, dieses Konzert konnte nur an diesem Abend mit diesem Orchester und dieser Dirigentin oder diesem Dirigenten so stattfinden. Dann hat man eine Daseinsberechtigung. Das ist das, wofür wir eigentlich da sind. Mhm. Also Momente zu schaffen für den Zuhörer, wo er sagt, ich kann eigentlich alles andere im Leben jetzt mal gerade vergessen für diese 2 Stunden. Das müssen wir machen. Und da muss man einfach sagen, es gibt viele, die aus irgendwelchen Gründen, ich meine, das Musikbusiness ist ein Geschäft, da geht es um Geld, da geht es um Macht auch, ja, wie in jeder anderen Branche auch. Mhm. Und die Diskussion darf nicht sein, Frau oder Mann, sondern die Diskussion muss sein, gut oder schlecht. Ja. Und dann hätte man auch ganz schnell, glaube ich, eine gerechtere Verteilung. Du, in meinem Bereich ist es Reichweite oder keine Reichweite. Da geht es nicht mehr um gut oder schlecht, leider. Ja. Das ist in der Klassik eben auch so. Also da muss man schauen, es gibt großartige Künstler, wirklich toll, ja, wo, wenn man die Augen schließt und man vergisst alles. Mhm. Und dann gibt es andere, da schließt man die Augen und denkt, so, jetzt gehe ich mal. Ja, aber das ist, glaube ich, ja völlig normal. Aber wir leben natürlich in einer Zeit, die sehr übers Auge bestimmt ist. Mhm. Ja, wir sind also nicht mehr aufs Hören trainiert, sondern wir sind einfach aufs Schauen trainiert. Und da ist es natürlich auch so, dass es dann sehr stark ist, wie sieht jemand aus, ja, wie gut kann man den auf dem Cover verkaufen und so weiter. Okay. Das gehört eben dazu. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, irgendeine Art von Quote oder was auch immer halte ich in der Kunst für völlig falsch. Man muss einfach akzeptieren, sowas wie Kunst ist von Grund auf unfair. Also jeder kommt mit einer anderen Begabung auf die Welt. Ja. So. Und dann ist die Frage, eine Kombination aus, erkennt man, was die Begabung ist? Es kann ja auch theoretisch passieren, dass jemand sagt, ich will ganz unbedingt Geiger werden, aber eigentlich ist es ein super Maler oder so. Erkennt man, was die Begabung ist? Ist man dann fleißig? Nutzt man sein Talent richtig? Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe ganz viel Talent, das ist super, ich muss nicht so viel üben. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke einfach, ich glaube, das kommt aus dem russischen Raum, dass man sagt, Talent ist die Verpflichtung, es machen zu müssen. Was ich einen sehr schönen Gedanken finde. Ich hab einen guten Freund, der war auch schon mal mit uns nach der Ignition Essen. Mhm. Der kann mega schön singen. Macht er aber überhaupt nichts draus. Ja gut, ist auch eine Entscheidung. Ist natürlich auch eine, nee, aber innerlich will er eigentlich. Und ja, das finde ich halt falsch. Das ist so dieses Nutzt dein Talent, wie du gerade schon sagst, ist eigentlich eine Verpflichtung, wenn man so toll singen kann. Der sollte eigentlich auch, sag ich mal, ein Demo-Tape hier an der Tonhalle einreichen. Das war auch abgesprochen. Mhm. Gibt aber immer noch keins. Ja, so, gut, und das ist so, wo ich mir denke, vertane Chance. Eben, das ist das andere. Wir hatten mal eine Gesangsprofessorin in Köln so schön gesagt, wenn's Glück an die Tür klopft, müssen sie halt auch aufmachen. Ja. Und das kommt eben dazu, es ist auch neben allem Fleiß und Talent ist es auch noch eine Frage von Glück. Es sind Kontakte wie in allen Berufen, aber wenn wir an dem Punkt sind, Dirigent, was braucht ein Dirigent? Gute Ohren. Bitte? Gute Ohren. Gute Ohren. Ist es dieses berühmte absolute Gehör? Nee, damit hat das nicht so viel zu tun. Es hilft bestimmt, ich habe es leider nicht. Okay. Was ist denn das absolute Gehör? Das absolute Gehör ist einfach, dass du eben Tonhöhen absolut hören kannst. Das heißt, du hörst einen Ton und kannst sagen, das ist jetzt ein A oder ein H oder was. Der könnte also auch meinen Tinnitus direkt definieren, in welcher. Ja, genau. Okay. Also man weiß einfach sofort, das ist der und der Ton. Das hast du nicht. Das habe ich nicht. Das gibt es aber auch in ganz unterschiedlichen Formen. Also ich kenne Leute, die zum Beispiel, wenn sie eine transponierende Stimme lesen, das heißt, das steht, das ist für
ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das heißt aber einfach, da steht ein Ton, der ist geschrieben, und da es ein Instrument ist, das transponierend ist, klingt ein anderer Ton als der, der geschrieben ist. So. Und ich kenne zum Beispiel Absoluthörer, die werden verrückt, wenn sie ein B lesen und dann spielt jemand ein G. Das geht bei denen im Kopf nicht zusammen. Also es gibt diese Art davon, dann ist es eher hinderlich. Dann kenne ich Leute, die wahnsinnig genau hören, also wirklich auf Herz genau sagen können, aha, das ist jetzt ein A auf 441 Hertz, das ist eins auf 445, das gibt es also auch. Und das ist aber gar nicht so das Wichtigste. Wenn man viel neue Musik macht, wo auch Vierteltöne und sowas kommen, ja, und man muss wirklich diese absolute Genauigkeit in Tonhöhen und feinsten Schattierungen, dann ist es sehr hilfreich. Mhm. Man kann sich das aber auch sozusagen im Verhältnis zueinander zurecht hören. Also wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt spielt das Instrument ein C und danach kommt irgendwo ein D oder sowas, dann kann ich den Abstand auf das C innerlich hören. Das heißt, ich kann mir sozusagen diesen Klang im Kopf zusammenschrauben, ohne den einzelnen Ton zu sehen und zu sagen, bop, das ist jetzt ein E oder sowas, ja, keine Ahnung. Was aber viel wichtiger ist, sind die Nuancen im Orchester zu hören. Also wenn du ein C-Dur-Akkord hast, ja, C, E und G, und wenn diese drei Töne sozusagen auf dem Stimmgerät perfekt gespielt werden, klingt das einfach nicht gut. Das hat mit Schwingungen zu tun, das sind wir bei Physik und so weiter. Das heißt, du musst sofort raushören, theoretisch als Dirigent, also raushören können, was du verändern musst, damit genau. Das ist die berühmte Intonation, wo man einfach hören muss, der Ton ist jetzt eine Spur zu hoch. Dafür muss ich nicht wissen, dass das ein A ist. Aber ich höre, dieser Ton ist eine Spur zu hoch, wie auch immer der dann heißt. Ja. Mhm. Und dann gibt es darüber hinaus nicht nur die Frage, ob zu hoch oder zu tief, denn manchmal entsteht dieses Missverhältnis auch dadurch, dass ein Ton im Verhältnis zu den anderen, die da gerade passieren, zu laut oder zu leise ist. Das klingt dann auch schief. Und das ist eben das, was man, das muss man einfach hören. Weil, also ich finde, das ist die Grundlage, dass man das hören können muss. Ja. Denn das ist die Grundlage dafür, einen wirklich, wirklich schönen, ausbalancierten Klang herstellen zu können im Orchester. Das heißt, du bist dann studieren gegangen in Köln. Ist das ein Studium offiziell? Ein Studium. Dirigieren, ja, ja. Ist das ein Studiengang oder ist das ein Komplettstudiengang, wo noch andere Sachen drin ist? Nein, Dirigieren ist der Hauptstudiengang, mhm, und dann gibt es natürlich die Nebenfächer, Klavier, Gesang. Wie lange muss und man so das studieren? Oh, das weiß ich heute nicht mehr. Wie lange hast du? Ich habe 15 Semester studiert, da waren aber ein, zwei Urlaubssemester dabei, okay, und sowas. Ich glaube, die Regelstudienzeit wäre bei mir 9 Semester oder sowas gewesen. Aber das war noch zu den guten alten Zeiten, wo es sowas wie ein Diplom gab. Okay, ja, okay, aber ist denn auch jetzt, also wir können gerne von der Gegenwart reden, es wichtig, diesen Bereich studiert zu haben? Weil ich habe so das Gefühl, dass vor allem klassische Musik, egal ob ich jetzt ein Instrument spiele oder halt dirigiere, dass da wirklich, wie ich bin Moderator, ich habe Moderation ja nie gelernt. Ich habe mal was mit Film studiert, aber ich habe nie Moderation gelernt. Kann da trotzdem jetzt einfach moderieren. Würde das als Dirigent auch funktionieren? Also es gibt Dirigenten, die Autodidakten sind. Christian Thielemann ist Chef der Staatskapelle und der Staatskapelle in Dresden, großer Dirigent, ist Autodidakt, hat allerdings natürlich eine musikalische Ausbildung. Ja? Mhm. Also ist Bratscher und Pianist von Hause aus. Und das Wichtige ist ja, wenn man eine klassische Ausbildung macht, beziehungsweise ein klassisches Studium, es geht ja nicht nur darum, richtige Töne zu spielen. Es geht beim Dirigenten nicht darum, richtige Bewegungen zu machen, sondern es geht darum, dass man wirklich weiß, wie die Musik so stilistisch anzusiedeln ist. Man muss einen Bach anders spielen als einen Schubert. Das heißt, es ist auch viel Geschichte, sage ich mal. Auch so, wir reden zum Beispiel heute in der Ignition von Wandel, wie Disneys Musik sich verändert hat. Wenn du jetzt überlegst, das sind ja mehrere hundert Jahre, und dies da sozusagen im Repertoire geht. Jetzt kann man nicht Spezialist für alles sein, aber man muss natürlich wissen, wo kommt das her. Man muss über gewisse Dinge wie Phrasierung Bescheid wissen. Also bei einem Mozart in der Klassik ist Phrasierung kleinteiliger als bei einem Wagner.
Und was heißt für alle, die es nicht verstehen, Phrasierung? Das ist der musikalische Gedanke, wenn man so möchte. Also wo er hin will. Wo er hin will. Richard Wagner schreibt eben riesige Opern. Und die ganze Architektonik ist einfach viel, viel, viel größer, als das zum Beispiel in der Klassik der Fall ist. Mhm. Also man hat kleinere Phrasen, die stehen in einem anderen Verhältnis auch zueinander. Also der Aufbau einer Phrase ist anders, als das in der Romantik ist. Man hat kleinere Möglichkeiten, was die Harmonik angeht. Das sind eben alles Dinge, es hat sich sozusagen im Laufe der Zeit alles immer mehr vergrößert. Sozusagen die Orchester sind größer geworden, die Instrumente sind lauter geworden mit der Zeit. Die Möglichkeiten, harmonisch Musiken zu untermauern, Melodien zu untermauern, ja, und aufzubauen, sind größer geworden. Das ist einfach eine Entwicklung mit der Zeit, wo im ich weiß nicht, 16. Jahrhundert oder sowas, man nur ganz wenige Möglichkeiten hatte, unter einer Melodie eine Begleitung zu schreiben. Warum auch immer, das wäre jetzt zu lange, das ausführlich zu erklären, hat man eben irgendwann, kommt man an den Punkt in der Musikgeschichte, wo sozusagen jeder Akkord auf jeden folgen kann. Das heißt, die Regeln, was wo hingehört, die werden immer grenzenloser. Weil die damaligen Komponisten die Grenzen einfach gesprengt haben, weil sie gesagt haben, genau, also mach das jetzt so. Man hat immer weiter gemacht, man hat gesagt, okay, das ist jetzt die Musik der Zeit, das ist so und so und so und so. Damals darf man auch nicht vergessen, wenn man in der Klassik Beethoven hören wollte, dann ist man natürlich zu einem Konzert gegangen, wo Beethoven spielt. Ja. Der hat seine eigene Musik gespielt. Mozart hat seine eigene Musik gespielt. Beethoven wäre nicht auf die Idee gekommen, als Pianist ein Haydn-Rezital zu spielen oder sowas. Das hat es damals nicht gegeben. Heute ist es eben anders. Wir sind eigentlich Musiker, die Musik von anderen spielen. Das ist etwas, was in der Klassik leider so dieses Improvisieren und das Spielen mit den Konventionen und die Konventionen immer weiter auszuloten und zu gucken, wo sind die Grenzen und wie kann ich über die Grenze vielleicht hinausgehen. Das ist ja wie in jeder Architektur, Literatur, wie auch immer, immer der Vorgang hin zu einer neuen Epoche. Ja. Und das ist eben auch in der Klassik passiert. Und wo ist was passiert? Also wer hat da welche Aufgabe übernommen? Was heißt das für die Stilistik? Das muss man lernen und das dauert lange. Aber das ist, glaube ich, auch ein Prozess, den du dir immer wieder auffrischen musst wahrscheinlich. Ja, sicher. Das geht, also das geht, bis ich mal irgendwann in der Kiste liege. Das hört nie auf. Denn da kommt ja noch dazu, wenn wir das jetzt heute so spielen würden wie damals, das würde einfach niemanden mehr interessieren. Das hat mit den äußeren Faktoren zu tun. Wir leben in einer anderen Welt, als man 1850 oder so gelebt hat. Das Hörverhalten hat sich ja auch. Das Hörverhalten hat sich, damals haben die Leute besser gehört als heute, viel besser. Das hatte auch damit zu tun, es gab ja keine Schallplatten oder CDs oder MP3s oder was auch immer. Die sind ja dann gezielt auch in so eine Symphonie reingegangen und haben dann bewusst gehört. Also, Musik wird heute ja oft unbewusst. Ja, ja, das ist uns fehlt leider ein Grundrecht auf Stille. Ja, es dudelt ja immer irgendwo irgendwas im Hintergrund. Und die berühmte Fahrstuhlmusik. Und deswegen, man stumpft einfach ab. Das stimmt. Ja. Und wenn man mal überlegt, damals, wenn die eine Symphonie zu Hause hören wollten, die hatten nur eine Chance, die mussten sich die Noten kaufen. Damals ist auch alles dann eben für kleine Besetzungen, für Hausmusik oder für Klavier, vierhändig oder sowas arrangiert worden. Dann hat man sich eben zu Hause in der Familie hingesetzt und hat diese Symphonie gespielt. Das heißt, früher, würdest du sagen, dass früher auch mehr Leute Instrumente spielen konnten? Das kann ich schwer sagen, aber ich sag mal so, die Musik hatte mit Sicherheit einen viel gewichtigeren Stellenwert im Leben der Menschen. Ja. Und das war eben dann so, wenn man damals in ein Konzert gegangen ist, was ich eben sagte, das absolute Gehör, wenn Kinder von klein auf lernen, also erstmal jeder Mensch kann ein absolutes Gehör haben. Es gibt welche, das ist angeboren, aber man kann es trainieren.
Und wenn Kinder damit aufwachsen, zu lernen, das ist eine Tonhöhe und so weiter. Es gibt das berühmte Solfège, das ist vor allem in Frankreich, da finde ich das ganz, also da kann jeder sofort sagen, so das ist jetzt. Über das Schulsystem müssen wir in Deutschland reden, wenn ich an meinen Musikunterricht denke. Hat da mit dem Schulsystem, glaube ich, gar nichts zu tun. Es geht darum, wenn jemand eine musikalische Ausbildung bekommt, wie fängt das an? Und dann die lernen so, wie man eine Sprache lernt. Ja, ja, aber du hast ja in Deutschland zum Beispiel, also wer wird musikalisch erzogen? Also es gibt ja auch nicht viel Angebot. So. Ich glaube, würdest du im Kindergarten vernünftig anfangen, auch Musik näher zu bringen, als nur Musik irgendwie so Kinderlieder zu singen und da nicht wirklich einen ernsten Hintergrund noch. Wenn Kinderlieder gesungen werden, ist es ja schon gut. Definitiv, ja. Aber wenn ich dann fortgeführt, wie gesagt, deswegen meine Schule, sehe, dass das überhaupt nicht gut rübergebracht wird, ich nichts behalten habe aus meinem Musikunterricht. Ich glaube, dass man möchte auch in der Schule nicht unbedingt alles, also je nach Alter. Aber ich glaube, es ist schon, dass es attraktiver. Warum gibt es zum Beispiel die Ignition, die wir machen? Weil es immer schwieriger wird, natürlich auch junge Leute mit klassischer Musik zu erreichen. Nö, das wird überhaupt nicht schwieriger, es wird immer einfacher. Findest du? Ja, es gibt so viele junge Menschen in Konzerten wie noch nie in der ganzen Geschichte. Wozu gibt es uns dann noch? Ja, dafür. Ach so, ich dachte, wir sollen dir noch was beibringen. Ja, es geht ja nicht darum, dass die klug sind. Ach so, sondern okay. Es geht ja darum, dass das Interesse da ist. Ja. Die Häuser später noch Einnahmen haben. Ja, nein, die heute auch. Aber die Frage ist ja auch, wofür machen wir das überhaupt? Ja? Warum, nicht nur wir, sondern warum gibt es überhaupt noch sowas wie Orchester? Das kann man ja auch alles ganz toll auf Keyboards spielen. Ich finde, das hat auch was mit dem Kulturgedanken zu tun. Ja, selbstverständlich. Also es ist ja eigentlich so, alles verändert sich im Leben, ja, schneller, höher, weiter, lauter. Und dabei, ich meine, immer mehr Leute haben Burnout, ja, es gibt offensichtlich Identitätskrisen, deswegen muss man sich mit allen möglichen anerdachten Lebensmittelunverträglichkeiten ausrüsten, ja, um seine Ersatzreligion zu finden und so weiter und so fort. Also offensichtlich fehlt ja was in der Entwicklung des Lebens. Ja. Also ich meine, es kann nicht sein, dass Menschen arbeiten gehen und davon nicht leben können. Ja. Das war mal anders. Ja, also es war mal klar, wenn man arbeiten geht, kann man davon auch leben. Das heißt, es gibt Dinge in der Entwicklung, wo irgendwas auf der Strecke bleibt. Und ich sage immer, dass klassische Musik oder das Kultur, ich würde sagen, die DNA ist. Ja, also wenn man eine Gesellschaft nimmt, ich würde sagen, die Kultur ist die DNA und die bleibt gleich. Und wir haben eben das große Glück, dass wir diese Meisterwerke haben von den letzten 250 Jahren, die uns zeigt, wo wir herkommen. Es hat meiner Meinung nach auch so eine Beständigkeit auch. Ja. Also wir holen uns jetzt nochmal zurück und besinnen uns vielleicht auf schöne Momente oder auf vergangene Jahre. Und wenn man mal überlegt, wie viel Musik in diesen Jahren komponiert wird, ist ja endlos viel. Davon bleibt ein kleiner Teil übrig, der sich eben so festsetzt, dass er einfach da ist. Mhm. Wir müssen nur aufpassen, dass wir manchmal auch mal ein Bild von der Wand nehmen und ein neues hinhängen, dass man nicht nur das alte Zeug spielt. Das ist wichtig, das zu behalten, aber man muss eben auch gucken, was passiert Neues, was gibt es heute auch in der da, Musik. Auch da, Außeneinflüsse der aktuellen Zeit einfließen. Aber und das nur, wenn wir jetzt einen Brahms heute so spielen würden, wie 1800 irgendwas, würde das nicht funktionieren, sondern wir müssen es so machen, dass die Leute beim Hören auf die Weise erreicht werden, wie es die Leute damals wurden. Unser Gefühl für Tempo, unser Gefühl für Lautstärke, unser Gefühl für Expressivität, das hat sich alles verändert. Das heißt, wir müssen auch als Interpreten diese Parameter so verändern, dass die Aussage des Stückes bleibt, aber dass sie eben heute bei den Leuten ankommt. Und gleichzeitig merkt man, warum sitzen manchmal Leute im Publikum und fangen einfach an zu heulen? Ja. Ja. Das ist ja nicht, weil jetzt gestern irgendwer gestorben ist, sondern einfach, weil da was passiert. Irgendwo in denen drin
ist hat das was ausgelöst? In dem Moment was ausgelöst worden, was sie einfach dazu bringt. Das ist ja das Schönste, was es gibt. Ja, definitiv. Deswegen finde ich eben, das passiert auch nur, wenn man es live hört. Wenn eben, das ist dann Physik, man in diesen Schwingungen drin hockt und mit anderen gemeinsam diesen Moment erlebt. Und das ist eben etwas, das muss man beibehalten. Denn wenn man ein Bild anguckt, steht man davor. Mhm. Ja, das kann man natürlich auf sich wirken lassen und das macht auch etwas mit einem. Aber man kann sich, wenn man Musik hört, ob man diese Musik mag oder nicht, man kann sich ihr nicht entziehen, weil man physisch gar nicht anders kann, als sie aufzunehmen. Ja, du bist sehr umzingelt von den Schallwellen. Und das ist eben etwas, was bei den Menschen dann eine Reaktion auslöst. Und wenn man sich überlegt, dass diese Reaktion von etwas ausgelöst wird, das vor 200 Jahren geschrieben wurde oder vor 100 oder wie auch immer, das lässt darauf schließen, dass es notwendig ist, diese Dinge noch zu spielen. Und ich, um auf die musikalische Bildung zurückzukommen, es gibt ganz viele Studien, die eindeutig belegen, wirklich ohne jeden Zweifel, dass Musik oder dass Kultur kein, wie heißt es, weicher Standortfaktor ist, sondern eigentlich ein sehr harter Standortfaktor. Was meinst du damit? Es ist klar, dass in allen Städten, die Kultureinrichtungen haben und die ein Kulturleben pflegen, kann man sozusagen, je näher man dieser Stadt kommt, je näher man dem Bereich kommt, wo es ein reiches Kulturleben gibt, kann man sehen, dass im Schnitt in der Bevölkerung die Bildungsabschlüsse höher sind, dass die Einkommen höher sind. Und lauter solche Dinge, weil eben die Leute danach streben, das in ihrem Leben zu haben. Mhm. Also so nach dem Motto, wenn es einmal da ist, will man nicht mehr ohne. Und ja, Kultur hat noch auch was Angesehenes und das beeinflusst natürlich, wenn man in diesem Kreis sich aufhält, würde ich behaupten. Obwohl ich schade finde, wenn ich oft Theater oder so auch sehe, wie die Leute da teilweise hingehen mit zerrissener Jeans und also ja, da das, fehlt mir die Wertigkeit manchmal. Das finde ich dann eigentlich wieder ganz sympathisch. Ja? Ja. Oh. Ich finde, also, da fehlt mir, weiß nicht, ich habe da so dieses Ehrwürdigungsgefühl, fehlt mir einfach an dieser Stelle. Na, ich finde es ganz schön, dass es heute eben anders geht, dass man im Snowmoken hingehen muss. Ich meine, wenn ich ein Konzert gehe, ziehe ich mich auch schön an. Ich ziehe mich aber auch schön an, wenn ich was essen gehe oder wenn ich ins Kino gehe oder keine Ahnung was. Ja. Das ist einfach so. Aber wenn jemand sagt, ich fühle mich wohl, wenn ich da im Strickpulli und zerrissenen Jeans sitze, dann soll er das machen. Ich finde, da ist nichts Schlimmes dran. Und Das Einzige, was wirklich schade ist, dass bei einem Großteil der Politiker bis heute nicht angekommen ist, dass Musik eben was ist, was langfristige Investitionen in die Gesellschaft ist. Denn es ist halt nur Kultur. Es ist nur Kultur. Ja, das ist dann immer so, wenn wir gerade noch ein bisschen Geld zu verteilen haben, dann hauen wir es dahin. Das ist absolut falsch, denn man weiß auch, dass es gibt ja verschiedenste Angebote, was Schulen mit einem musikalischen Schwerpunkt angeht, dass entweder im Klassenverband ein Orchester ist oder wie auch immer, dass die Instrumente lernen und so weiter. Mhm. Und ich weiß es von einer Schule, die bei mir in der Nähe war früher, wo das so war. Und die hatten diese Musikschwerpunktklassen, hatten in den jahrgangsübergreifenden Arbeiten immer einen deutlich besseren Schnitt. Und die hatten in diesen Klassen auch viel bessere, damals kamen diese Kopfnoten mit Arbeitsverhalten und Sozialverhalten und so weiter. Und das hat eben damit zu tun, wenn man ein Instrument lernt, dann lernt man einfach, sich hinzusetzen und ganz fokussiert zu üben. Ich wollte gerade sagen, ich habe so ein bisschen auch dieses, da ist natürlich auch eine Art Konkurrenzgedanke mit drin, weil man will vielleicht nicht schlechter sein als der andere. Das weiß ich gar nicht, aber was ja, aber der spielt ja auch mit und ich finde, dadurch lernst du vielleicht, was meiner Meinung nach eventuell teilweise der jungen Gesellschaft fehlt, diesen, ich zwinge mich dazu auch besser zu werden, ich arbeite daran besser zu werden. Mhm. Heute wird ja viel hingenommen, ach, kriege ich schon irgendwie hin. Und ich glaube, vor allem im Musikbereich ist es so, ich stelle es mir so vor, ich habe kein Instrument gelernt, leider,
dass wenn ich zum Beispiel an der Schule bin, wo das erstens auch benotet wird natürlich, aber wo ich jetzt Klavier lerne, ich will ja nicht schlechter sein als der neben mir und dadurch strenge ich mich vielleicht besser an. Vielleicht bin ich trotzdem nicht besser, aber ich strenge mich mehr an und dadurch kann es natürlich oder glaube ich schon, dass ich vielleicht mehr Ehrgeiz innerlich entwickle und das dann halt auch adoptiere für andere Bereiche, wie halt andere Schulfächer dann. Ja, ich meine, es ist ganz lustig, dass eben das häufig noch nebenbei oder noch dazu, was das Sozialverhalten angeht. Man hat natürlich einen Vorteil im Orchester. Man lernt sich gegenseitig zuzuhören. Ja, also das ist, glaube ich, auch was. Ich denke, zu viele Musiker haben wir nicht im Bundestag sitzen. Man lernt sich zuzuhören und wir man, könnten auch noch einen Podcast machen über deutsche Politik. Ey. Ja, gerne. Aber man durch dieses Zuhören musikalisch lernt man auch in der Diskussion auf Leute zu hören. Und man nimmt was auf, denkt drüber nach und gibt sozusagen seinen Kommentar dazu ab. Das ist das, was man im Zusammenspiel in der Kammermusik oder im Orchester macht. Mhm. Um auf den Anfang zurückzukommen, meine Arbeit, ich höre mir an, was bietet mir das Orchester an? Und dann reagiere ich darauf mit dem, was ich vorbereitet habe und setze das in Relation und schaue, wie kriegen wir ein gemeinsames Ergebnis. Und das ist dann eben eine Interpretation, die entsteht aus dem Orchester und dem Dirigenten und die so nur in diesem einen Moment stattfinden kann. Und diese Art der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Diskussionskultur, die ist ja völlig vor die Hunde gegangen. Ja, also es ist ja lächerlich, was aber da ich glaube, passiert. Das ist nochmal ein Thema, was noch viel, viel tiefer gehen könnte. Ich würde gerne von dir noch wissen, hast du bestimmte Ziele, wo du sagst, boah, ich würde gerne mal, also ich kenne mich persönlich jetzt in diesem Bereich nicht aus, irgendwo ein bestimmtes Orchester, mit dem du zusammenspielen willst oder eine bestimmte Symphonie, die du unbedingt nochmal spielen willst oder willst du selber komponieren? Hast du da irgendwelche Ziele für dich? Ich meine, wir haben festgestellt, du bist recht jung. Du hast noch viel vor dir. Also komponieren kann ich nicht, deshalb, das ist für mich auch ein unvorstellbarer Vorgang, sozusagen auf einem leeren Blatt Musik okay. entstehen zu lassen. Da bin ich nicht der, also ich bin, glaube ich, schon so ein ganz klassischer Interpret von Komponiertem. Und das aber dann, wie gesagt, zu versuchen, so stark in dem Sinne des Komponisten zu machen, wie es aus meiner Überzeugung möglich ist. Und wo willst du hin? Also, das hätte ich, früher hätte ich das bestimmt definiert. Das kann ich aber nicht mehr sagen, weil ich möchte einfach Musik machen und ich möchte authentisch sein, ich möchte so sein, wie ich bin. Ich habe keine Lust, mich für irgendwen zu verstellen. Also bevor ich mich für, ich sag mal, irgendwelche Marktmechanismen oder so verstelle, da höre ich lieber auf, weil das wäre nicht mehr echt. Und boah, und da setzen wir die Klammer vom Anfang. das ist etwas, ich glaube, man muss echt sein, sonst erreicht man die Leute auch nicht. Ja. Ja. Und also mein Ziel ist sozusagen, authentisch zu bleiben und immer weiter zu arbeiten. Aber hast du kein Haus, kein Ort, wo du mal sagst, boah, da würde ich gerne mal spielen? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du bist auch in Paris tätig. Ja, ich glaube, in dem Moment, wo man sich sagt, ich will dies und jenes haben. Willst du mal im Central Park zum Beispiel dirigieren? Weiß ich nicht, ob das so toll ist, da zu dirigieren. Ja. In der Regel sind Open-Air-Konzerte für die Zuschauer deutlich schöner als für die auf der Bühne. Im Endeffekt ist für dich der schönste Ausblick, du kannst es bis zu deinen Rententagen machen und kannst dabei immer hinter dem stehen, wo du sagst, das möchte ich jetzt auch. Genau, und meine Erfahrung bisher ist einfach, ich meine, ich habe das erste Mal dirigiert, glaube ich, 2003 oder so, da hatte ich mein erstes, ist schon 16 Jahre her, das war Ende Mai, also müsste sogar ziemlich genau 16 Jahre her sein. Und die Erfahrung, die ich in der Zeit gemacht habe, das war, ich musste lernen, geduldig zu sein, ja, weil ich war immer bei allem, was ich meine, immer der Jüngste, ja, und irgendwann ist man halt nicht mehr der Jüngste.
Und das muss man erstmal lernen, dass das gar nicht schlecht ist, sondern dass das einfach nur heißt, das ist einfach, man ist halt nicht mehr der Jüngste, fertig. Das ist eine Zahl, die dann nicht mehr die Kleinste ist. Bist du mit noch nicht mal Mitte 30 nicht relativ jung als Dirigent? Also mein Gefühl ist eigentlich jetzt, ich bin so langsam aus dem embryonalen Zustand raus. Ja. Aber es haben sich eigentlich immer Dinge zum Positiven ergeben, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte und von denen ich auch nicht gedacht hätte, dass sie so kommen. Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich möchte einfach diese Idee von das muss irgendwann mal sein oder will ich irgendwann haben, das habe ich eigentlich für mich über Bord geworfen. Sondern ich möchte davon leben können, das kann ich. Das ist ein schönes Konzept. Und da mal gucken, wo mich das Leben hinbringt. Also das, ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt schon fast sagen, das wäre eigentlich perfekter Schlusssatz, aber ich hätte gerne als Schlusssatz noch deine Lieblingssymphonie, wenn du sowas hast. Man sagt ja gerne Lieblingsmusik oder so oder Lieblingsfilm, aber gibt es auch für dich eine Lieblingssymphonie, ob jetzt nur vom Hören oder auch vom selber Dirigieren? Nee, eigentlich nicht. Das. Aber gibt es echt keine, wo du sagst, boah, das finde ich jedes Mal ein Highlight? Das Problem ist immer, dass wenn ich mich in ein Stück reinarbeite und ich fange das an zu studieren und komme in diese Klangwelt rein und so weiter, dass ich immer Sachen finde, von denen ich sage, Mensch, das ist einfach, das ist unglaublich gut. Ja, das ist Wahnsinn. Weil teilweise auch sehr unterschiedlich ist. Ja, also, ja. Das können total unterschiedliche Sachen sein. Aber ich einfach sage, also das ist einer der schönsten Momente, die es überhaupt gibt. Und dann dirigiere ich ein halbes Jahr später ein anderes Stück. Und dann denke ich, Mensch, das ist einer der tollsten Momente, die es überhaupt gibt. Und ich glaube, es hat mal, auf die, das war Lorin Marcel, der mich das mal bei einem Wettbewerb gefragt hat. Leider auch verstorben, aber ganz großer Dirigent gewesen. Und der war bei einem Wettbewerb Juryvorsitzender. Und dann kam die Frage, welcher ist Ihr Lieblingskomponist? Da habe ich damals gesagt, Gustav Mahler. Würde ich heute so nicht mehr sagen. Und er ist natürlich einer meiner Lieblingskomponisten nach wie vor. Und dann hat er damals gesagt, das ist, ich hätte eigentlich gerne die Antwort gehört, der Komponist, dessen Musik ich gerade dirigiere. Und da habe ich damals gesagt, ja, okay, das ist halt schon so ein bisschen, ja, so eine cheesy Antwort. Ja, ja, ja. Dann sagt er noch hinter, aber Gustav Mahler ist keine schlechte Wahl sowieso, ja. Und aber ich habe dann in den Jahren danach da immer wieder dran denken müssen, weil Leute zu mir sagten, wenn du über das Stück sprichst, das du gerade studierst und das du jetzt dann als nächstes machst oder sowas, dann hat man immer das Gefühl, das ist einfach das Tollste, was es auf der Erde überhaupt gibt. Und dann musste ich da irgendwie dran zurückdenken und habe gedacht, na, vielleicht ist diese Antwort doch nicht so cheesy, wie ich dachte, sondern vielleicht ist es eben wirklich so, wenn man sich da reinarbeitet und man kommt in diese Welt eines Komponisten und eines Werks, dann hat man eigentlich, dann kann man sich gar nicht dagegen wehren, das in dem Moment wirklich als die beste Musik. Also es ist im Endeffekt anzusehen. So, dass du dann auch einfach pur hinter dem stehst, was du da dirigierst, ja. Sprich hinter der Komposition des Komponisten. und dann kann man natürlich auch fordern, ey, das kann auch dein Lieblingsstück in diesem Moment sein. Oder ja, von deinem Lieblingskomponisten Moment. Und muss es wahrscheinlich auch. Ich meine, dass ich der Person, aber es gibt dann sogar, ich bin an sich irgendwie kein großer Fan von Schostakowitsch. Ja, so ist das. Du könntest wahrscheinlich jetzt auch mehr aufzählen, wo du sagst, okay, da bin ich jetzt kein Fan von. Ja, und dann ist es aber doch so, wenn es, also ich sage dann zu meinem Agenten oder so, dass mal gucken, dass wir das nicht machen oder sowas. Und wenn es dann aber kommt und ich muss es studieren, ja, dann gehe ich da nicht ran und sage, da bin ich jetzt voreingenommen, finde ich doof, sondern das muss ich natürlich genauso studieren ja wie alles andere. Auch Stücke haben, wo du sagst, nö. Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ja, das gibt's schon, aber es werden eigentlich, ich denke dann aber mehr so, es ist dann gar nicht das Stück, das ich nicht mag, sondern es ist, manchmal ist es auch einfach, dass man vielleicht von der Persönlichkeit zu gewissen Stücken nicht passt. Okay. Ja, das kann passieren. Und ich glaube dann, es muss auch nicht jeder alles dirigieren.
Also das ist vielleicht auch was. Ich moderiere ja auch nicht alles. Ja, das ist auch sowas. Es ist nicht verkehrt, wenn die Leute das machen, was sie am besten können. Und es gibt eben manche, also man sagt mir nach, dass ich gut Brahms dirigieren könne. Und es heißt immer, ja, es gibt wenige gute Brahms-Dirigenten. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal Brahms studiert habe, vor 11 Jahren, dass ich damit überhaupt nicht zurechtkam in meinem Kopf. Ich wusste überhaupt nicht, also das war wirklich, ich habe das studiert wie verrückt, wochenlang. Und dann kam der Moment, wo ich damit vors Orchester gehen musste. Das war bei einem Auswahldirigieren. Ich habe das dann da, habe das gemacht und bin von der Bühne runter und dachte, so, das hast du jetzt mal richtig schön verhauen. Ja, das war, ich dachte, also bei so einem Mist, da musst du jetzt auch nicht drüber nachdenken, ob du in die zweite Runde kommst. Und naja, dann war am Abend Bekanntgabe und dann war ich in der zweiten Runde. Und nach dieser zweiten Runde, ich habe das auch bekommen damals, nach dieser zweiten Runde dann so die Rückmeldung, sagt mir, also dies und jenes und das und so, bla bla, ja. Aber, also ihr Brahms, das war einfach genial. Wir wissen nicht, was sie da gemacht haben, aber das war genial, was da rauskam. Und ich habe die angeguckt und gesagt, sind Sie sicher, dass Sie mich meinen? Ja? Und So ähnlich habe ich reagiert, als ich die Ignition bekommen habe. ja, so, siehst du. Und dann hab ich seitdem irgendwie immer gedacht, oh ja, scheinbar. Und das Lustige ist dann, bei jedem Wettbewerb oder überall, wo irgendwo Brahms kam, war immer die Aber Rückmeldung. vielleicht warst du zu verkopft. Also, dass Ja, du wahrscheinlich, ich habe selber das nicht gedacht hast, oh gemerkt. Gott. Und dann habe ich gedacht, aber vielleicht war gerade dieses super intensive Studium davon und das Problem, überhaupt nicht damit klarzukommen für mich, vielleicht dann der Ausgangspunkt dafür, dass es heute einer der Komponisten ist, bei denen ich das Gefühl habe, da bin ich, also bin ich sehr dran, ja, und kriege auch gute Ergebnisse. Es war in den Jahren danach immer, bei Wettbewerben oder was auch immer, dann haben wir, also Brahms war einfach unglaublich gut, ja. Und dann, selbst Leute, die ich dann teilweise, ich meine, die Musikwelt ist klein, du triffst immer wieder Leute. Dann triffst du jemanden nach 3 Jahren und er sagt, ich erinnere mich noch damals da, also diese dritte Brahms, ja, in dem Wettbewerb. Und dann bist du einer von, ich weiß nicht, 60 Kandidaten, die da in der Woche durchgeschleust werden und hast Das ist ja jeweils. eine schöne Würdigung auch. Ja, und das Lustige ist aber, das ist immer Brahms, Brahms, Brahms. Ja, und aber ich hüte mich davor zu sagen, deswegen ist Brahms mein Lieblingskomponist. Witzig eigentlich. Aber an dieser Stelle würde ich gerne Schluss machen. Wir sind schon sehr lang dabei. Ich danke dir recht herzlich, dass du zwischen Generalprobe und Aufführung heute Abend Zeit genommen hast. Wer uns mal zusammen auf der Bühne erleben möchte, der nächste Termin ist der 26. November in Düsseldorf, 2019 natürlich. Thema ist Star Wars. Uiuiui. Dirigierst du das gerne so am Anfang, wenn so schön die typische, das Thema von Star Wars kommt? Das macht schon Spaß. Also das ist einfach, ist toll komponierte Musik. Ja. Ja, also das ist natürlich ganz was anderes als eine Die alte klassische klassisch, Symphonie ja. oder sowas. Aber John Williams, der Komponist von den Star Wars Musiken, ist einfach ein wahnsinnig toller Orchestrator. Also er weiß wahnsinnig gut, mit den Farben des Orchesters umzugehen. Und natürlich ist er auch ein fantastischer Ohrwurm-Komponist. Ja. Damit schließen wir ab. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ansonsten, wie gesagt, folgt dem Jesko gerne auf Instagram oder auch lest euch seine Internetseite durch. Danke, wir sehen uns ja später noch und ich sage Tschüss und jetzt darf der Jesko noch was loswerden, wenn er möchte. Ja, Überforderung. ich danke dir, und ich mache noch einen Kaffee. Ja, Kaffee ist lange, lange auf jetzt schon, Ja. ne? So, Leute, tschüss, danke fürs Zuhören. Tschüss.